Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin wieder im Wald und heute geht's weiter auf Erkundungstour. Ich bin Pilzanfänger, ihr könnt mitkommen auf ein Abenteuer. Wir werden sicherlich viele Pilze finden, denn gutes Auge habe ich an sich. Nur ich bin kein Fachmann, kein Experte. Bitte in die Selbstverantwortung gehen, da selber einen Sachverständigen aufsuchen, wenn man sich da sicher sein möchte. Ansonsten alles auf eigene Gefahr. Hier vorne möchte ich direkt anfangen, da wo ich hergekommen bin. Und ja, ein, zwei Pilze habe ich schon gesehen. Und alles andere wird Entdeckungsreise, denn diesen Wald, den werde ich quasi auch ganz frisch begehen, mit einem ganz anderen Auge. Das ist schon eine Zeit lang her, als ich das letzte Mal hier war, über ein Jahr meine ich auch. Und damals habe ich nichts gefunden, aber jetzt bin ich ein bisschen weiter und habe auch einen anderen Blick gekriegt, Brille auf und hoffe dann heute mal ein bisschen was mehr zu finden. Das ist aber reines Erkunden. Wenn ich für mich einen Pilz habe, wo ich sage, der könnte essbar sein, dann nehme ich den mit, aber sicher werde ich dann erst zu Hause sein. Sprich, ich werde dann nochmal nachrecherchieren, welchen Pilz habe ich da. Und wenn ich das nicht weiß, nicht richtig bestimmen kann, dann lasse ich die Finger von. So sieht's aus. Also, los geht's. So, es geht direkt hier vorne los. Ich habe einen schönen weißen Pilz gefunden. Die sind hier auch überall so ein bisschen verteilt. Aber ich werde jetzt speziell zu ein paar hingehen, die gerade rausgestochen sind. Ansonsten hier ein richtig schönes Gebiet. Auf jeden Fall jede Menge Moos zu sehen, Totholz. Hier noch umgekippte Sturmopfer, will ich jetzt nicht sagen, gehört zur Natur dazu. Aber das, was beim Sturm vor einigen Jahren umgefallen ist, wann war das, 2012, 13, irgendwo da im Dreh, vielleicht auch 2011. Ja, das sind noch immer noch die Überreste und das Holz oder alles, was hier so umgefallen ist und rumliegt, das macht sich natürlich mit der Zeit, zersetzt sich das. Braucht alles seine Zeit, aber das ist alles so Nährboden für verschiedene Pilze. Ach, ja. Gut, da vorne sind die Weißen, von denen ich geredet habe. Ich werde jetzt gar nicht weiter rum erzählen. Und für die Geschichte habe ich auch sogar gleich noch einen nächsten anderen entdeckt. Für die Geschichte werde ich mal näher rangehen. Mal richtig, richtig nah. Ich hoffe, das lässt dazu. Ja. Was man erkennen kann, auf jeden Fall bei den anderen beiden, dass es da unten so einen kleinen dickeren Rand gibt. Ja, da oben in der Mitte wird es ein bisschen so. Der ist auch in diese Richtung aufgestellt. So, jetzt tauchen wir mal ein in den Wald, den ich selber, wie gesagt, nicht kenne. Heute der Kreislauf auch wieder ein richtiger Begleiter. Ja, ich wackel ein bisschen. Kreislauf gehört dazu. So, und wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen lang, wie das hier so aussieht. Und ich finde, hier ist so quasi wie so ein Weg. Doch schon was vorgezeichnet. Keine Äste im Weg. Jetzt doch noch gleich zu meinen Füßen was gefunden. Erstmal hier. Der sieht so ein bisschen anders aus. Aber gleich ein Stück weiter, so ein gelberer. Ja, möchte ich noch gar nicht drunter gucken. Wenn jetzt irgendwo ein paar mehr zu finden sind, dann werde ich da durchaus mal runter gucken. Ansonsten lasse ich sie erstmal stehen. Und das, was ich hier links gefunden habe, oh, und das ist noch so eine Stelle. Da haben wir richtig schöne, ja, grau dunkle Pilze. Und dann nehme ich mir mal einen weg. Mal einen größeren. Auch ein dicker Stiel. So, gucken wir einmal drunter, dass wir die Lamellen irgendwie drauf kriegen. Das muss ich anders machen. Das machen wir mal so. Ja, so können wir das sehen. Ich zeige jetzt so die Merkmale, die ich so über andere Videos rausgefunden habe, auf die man achten sollte. Also wie gesagt, kein Fachwissen. Ich zeige euch ja nur, wie ich es mache. Und die Pilze fallen hier auf. Da vorne sind sie auch nochmal. Da sind sie auch nochmal versteckt. Ja. Und dann habe ich hier aber nochmal ganz andere. Aber die sehen merkwürdig aus. Seht ihr die? Da unten, da haben wir auch noch, keine Ahnung, was das wird, sieht ein bisschen schimmelig aus, da haben wir auch einen, der schimmelt, merkwürdig. Okay, nimm einfach mal mit und dann gucken wir mal weiter. Ach, was schön, sehr viel unbekanntes Terrain. Hier haben wir nochmal so einen, ist hier so ein bisschen, ja, der ist schon angeknabbert und so, da können wir mal drunter gucken. Keine Ahnung, was das ist.
werden wir uns merken. So, und weiter geht's. Ich werde hier überall mal Lenkschlawinern. Hier ist auch so ein Hügel. Da wächst sogar was. Ganz versteckt. Spannende Farbe mit Rosa drin. Ja, da vorne sehe ich welche, aber die lasse ich stehen. Ich habe ja noch ein paar im Hinterkopf vom letzten Mal. Wir wollen dann möglichst Pilze entdecken, die neu sind. Gut, hier haben wir mal wieder so die Exemplare, die wir schon kennen. Der hier weniger. Da können wir noch mal drunter gucken. Also soweit ich weiß, gerade bei denen gibt es viel Verwechslungsgefahr. Deswegen, da denke ich mal, wird das eher weniger was sein. Oh, hier haben wir noch mehr, guck mal. Da haben wir doch nochmal neue Pilze. Oder das sind die Anfänge von den Fliegenpilzen. Ich weiß auch nicht, wie die anfangen zu wachsen. Ja, echt toll. Also hier ist ja richtig viel los. Vorne habe ich noch welche. Da wachsen ganz besondere. Dafür muss ich aber hier mal ein bisschen was wegnehmen. So. Was haben wir denn hier? Guck mal. Das ist doch sehr speziell. Durchaus sehr spannend. Weil die ja doch so ein bisschen anders wachsen. So, ich hoffe, da ist jetzt zu Genüge drauf. Also richtig viele Pilze hier in der Ecke. Ich bin richtig erstaunt. Das Terrain ist ja hier auch wieder so ein bisschen anders als das, was ich bisher so kennengelernt habe. Ich habe auch noch mal einen coolen Tipp gekriegt von der Person, die mir da vorhin auf dem Weg hierher begegnet ist, der ich ins Gespräch kam. War hier jetzt schon? Ja, ich glaube, das ist hier so ungefähr die Ecke. Und zwar diesen Geruch von der Stinkmorche, den sollte man sich mal merken. Denn wenn man durch den Wald läuft und man so einen Blick nach unten gerichtet hat und nach diesem Duft wartet, dann kann man auf die Art und Weise diese trüffelartigen Pilze aufspüren. Ist das nicht geil? Mega. Also ich will mir auf jeden Fall Stinkmorche-mäßig den Geruch merken. Und doch, hier war ich schon. Den Geruch merken und dann einfach mal quasi ja, mich selbst dazu bringen, ein bisschen zu trainieren, sowas dann nachher zu finden. Das wäre auch mega geil. So, die Stelle hatten wir gerade. Hier wollten wir, glaube ich, durch. Und mal gucken. Ey, echt viele Pilze. Richtig, richtig viele Pilze. Ich werde euch die jetzt nicht zeigen, weil die meisten waren schon dabei. Im letzten Video und in diesem. Wenn es was Zeigenswertes gibt, dann werde ich euch da schon drauf stoßen. So, und hier verändert sich ein bisschen das Terrain. Ach, herrlich, das macht richtig Spaß. Richtig, richtig Spaß. Was haben wir hier denn? Nee, den kennen wir auch. Ihr seht den wahrscheinlich gar nicht. Ach, die Sonne, herrlich. Sieht das gut aus heute. Richtig gut aus. So, jetzt habe ich aber tatsächlich was gefunden. Zwar, ich glaube, die habe ich letztes Mal schon drauf gekriegt. Hier, da können wir noch mal gucken. Die gehen so ein bisschen nach oben. Fangen so wahrscheinlich an. Ihr merkt, da kommt echt ordentlich was zusammen. Aber richtig. Das mit dem Kreislauf gefällt mir nicht. Wer da Tipps hat, womit ich mir ganz einfach helfen kann, haut mal raus. Irgendwas fehlt mir auf jeden Fall. Kreislauf. Ständig hoch und runter habe ich Probleme. Vielleicht esse ich zu wenig. Das kann gut sein. Oh, hier wieder. Guck mal, also das Pilzchen sieht für mich sehr interessant aus, nach wie vor richtig gut. Ja, farblich haut das auch fast hin, bisschen mehr rötlich drin, versuche nochmal von der Seite was rauf zu kriegen. Die Sachen sehe ich halt später erst selber vor PC. Ach schön, also hier gibt es echt einiges wieder zu entdecken. Wow. Echt, also Pilze hier auch richtig, richtig voll. Richtig voll. Ja, gehen wir weiter. Achso, ich wollte mir mal ein bisschen angewöhnen, was für Bäume hier wachsen. Ja, jetzt muss ich wieder gegen den Kreislauf arbeiten. Das sackt immer ab. Ja.
Oh, was haben wir denn hier? Da haben wir doch auch was. Das ist doch mal was anderes. Ich würde mal sagen, weil am Baumstumpf auch noch welche wachsen, kann ich die mal ein bisschen näher ranholen und zeigen. So. Jetzt habe ich natürlich nicht unten den Stiel. Ja, und dann so eine. Ja. Oh, riecht lecker pilzig. Wow. Also es gibt bei den Gerüchen definitiv Unterschiede. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Pilz, der sich bemerkbar macht. Und ich sehe noch ein paar mehr. Da wächst jetzt noch einer. Oben fangen welche an zu wachsen. Also die Stelle merke ich mir. Das könnte was sein. Aber wird sich erst mit der Zeit zeigen. Und den werde ich jetzt auch soweit in Ruhe lassen. Vielleicht gucken wir hier unten nochmal hin. Nochmal auf der Seite. So sieht das da aus. Guter Pilz. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt muss ich nochmal runtergehen. Kreislauf macht nicht mit. Mensch, was ist da los bei mir? Ich weiß es nicht. Zu wenig getrunken. I don't know. Ja. So, da vorne habe ich noch was gefunden. Da wollen wir mal hingehen. Jetzt ging das mit dem Kreislauf beim Hochkommen. So, was ist das hier? Da können wir durchaus mal so rangehen. Da. Ich weiß nicht, ob das so ein halbgarer Fliegenpilz ist. Deutlich rote Farbe hat er nicht, aber durchaus obendrauf diese Pickelchen, die ja wegschwemmen können bei oder nach Regen oder bei Regen. Das weiß man nicht so. Also ich bin ja da am Informationen aufsaugen, so viel es einfach nur geht. Von Buschfunkistan, wie gesagt, ich habe es euch schon verlinkt. Das ist auf jeden Fall ein ganz toller Kanal, da nehme ich so viel mit. Und vor allen Dingen auch mit dem nötigen Respekt dann an die Sache ranzugehen. Ich habe die nächsten Pilze entdeckt. Das sieht für mich nach einem Pilz aus der Ferne aus, der sowohl der eine, so auch der andere sein kann. Und hier haben wir wieder welche. Die sind deutlich gelber bei mir. Sieht schon fast aus so Erdnussflip-Farbe. So sieht es dann hier unten aus. Echt toll. Also ich glaube, ich komme hier heute auch gar nicht so weit. Vielleicht ist das auch gar nicht nötig, so viel rumzustratzen. Aber ein bisschen Abenteuer wollen wir weiterhin haben. Ja, richtig gut. Oh, so ein bisschen hochkommen. Jetzt habe ich gleich was entdeckt. Das wächst nämlich was Weißes. Muss ich nur meinen Weg erstmal finden. Das sieht wieder nach dem, ja, jetzt haben wir ihn wieder. Der geht so ein bisschen in die Fliegenpilzfarbenrichtung. Hier vorne aber auch irgendwo ein Exemplar, habe ich gesehen. Und die werden irgendwie auch gerne angefordert von den Tieren, da fehlt immer irgendwas. Wollen wir hier näher ran. Ja, so ein bisschen könnt ihr sehen von den Farben, aber es ist in Realität noch anders. Ich denke, ich werde mit der Zeit auch mal Bilder raussuchen zu den Pilzen. Beziehungsweise kann ich da auch selber irgendwann mal Fotos machen und euch das mit einbauen in die Videos, wenn es soweit kommt. Ich will mich da vorher gar nicht so festlegen, aber gerade im Moment hätte ich da Lust zu. Richtig gut Pilze sammeln. Schön. Also ich sehe überall Pilze. Für euch ist das alles ein bisschen kleiner. Aber hier steckt jede Menge drin. Ja, also das mit den Baumstümpfen und so, das Restholz vom Sturm und das ist ein sehr guter Ort für Pilze, wie es aussieht. Echt schön. Wow, und wir haben ja echt ein gutes Gebiet. Ein Stückchen weiter ist sogar schon der Weg, sehe ich. Also das war hier so eine Art Quadrant. Oh, was haben wir hier denn? Das haben wir auch spannend. Guck mal, was das für Pilze gibt. Da, voll krass, ich will die jetzt auch nicht berühren. Der schreit ja schon förmlich, ich bin giftig, aber wer weiß.
Ihr da draußen seid übrigens gefragt, die euch ein bisschen mehr mit Pilzen auskennt. Wenn ihr da irgendwas seht und da Gedanken zu habt, dann dürft ihr die gerne teilen. Die nehme ich einfach so als Indizien mit und in der Überprüfung bleibt es natürlich dann bei mir nachher. Insofern, dass ich mir natürlich sicher sein möchte, auch wenn sich wer anders über Videobilder sicher ist. Das bringt nichts, wenn die Bilder so ein bisschen anders aussehen, wie ich das jetzt hier auch schon beschreibe. Die meisten Pilze gehen schon so drauf, wie sie aussehen. Aber es wird weniger. So, jetzt kriege ich hier langsam Besuch, glaube ich. Jetzt muss ich einen Weg einschlagen, der ganz sinnvoll ist. Ich wollte da vorne nochmal auf der anderen Seite gucken. Dann mache ich doch mal einen Schlenker. Und wenn ich wieder was sehe, was Neues, werde ich es euch zeigen. Hier ganz viele kleine, weiße. Ja, nicht so wichtig. Habe ich euch. Da ist auch wieder dieser pieksige. Spannend. Oh, da ist ein bisschen mehr. Also allein, was sich hier an Pilzen befindet, da guckt mal. Hier die kleinen weißen. Da haben wir wieder welche. Na, gehe ich mal überall rüber. Hier vorne an der Kante. Das ist so, wie ich sage, alles voll Pilze einfach. Hier ist was ein bisschen korallenmäßiges, aber es ist ein zerfledderter Pilz. So, und hier haben wir wieder einen, der könnte interessant sein, wer weiß. Hier. Gehen wir nochmal hier rüber. Hier sind sie auch vertreten, richtig viele sogar. Und da wir hier eine gute Stelle haben, gehe ich mal wieder auf die Seite. Mal gucken, was er sagt. Und nochmal näher ran für die Farbe. Also da sind richtig viele von da. Ach, was schön. Das lohnt sich mal richtig. Aber mal richtig, richtig. Also ich kriege gar nicht genug hier vorne. Auch gleich wieder so eine kleine Wand aus Pilzen. Und dann stiefel ich hier so durch. Wen haben wir denn da? Ja. Hier auch wieder. Also das wäre eine Ecke, wo ich den finden könnte. Wenn der dann nachher essbar ist, boah, hier auch alles voll. Wenn der essbar wäre, wäre es natürlich traumhaft, da hätte ich hier eine wunderbare Stelle. Und ich habe jetzt noch einen Pilz entdeckt, voll lauter Pilzen, der dann nochmal auffällt. Was haben wir denn hier? Der sieht doch mal ein bisschen anders aus. Da sieht soweit doch richtig schön aus. Ja, dann gehe ich mal vor euch auf die Seite. Ja, das sieht doch mal auch spannend aus. Also die Welt mit ihren Stielen, mit ihren Schirmen, mit ihren Lamellen, wie auch immer. Richtig toll. Wow. Ja, ich hoffe, ihr könnt das auch so schön wahrnehmen. Hier haben wir noch mehr. Ich kann mich ja, brauche mich gar nicht weit bewegen. Das ist immer irgendwie was Neues zu entdecken. Hammer. Also das tut mir richtig gut. Das erinnert mich ein bisschen an meine Gartenfilmzeit. Da komme ich gerade so das erste Mal so ein bisschen ran. Das fühlt sich gut an. Richtig schön. Hier haben wir noch mal welche. So, und was habe ich hier gesehen? Achso, der hier einmal. Da ist was. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Der ist bleibt dunkel. Ja, gibt es jetzt weiter nicht mehr zu sehen. Ach, die Waldbewohner laufen hier fleißig durch die Gegend. Letztes Mal habe ich mir eine Zecke eingefangen, wie es aussieht. Die habe ich gestern entfernen müssen. Also der hier ist noch aufgefallen. Keine Ahnung, wo das hinführt. Jetzt muss ich hier einen Weg rausfinden. So. Ach, ich komme hier gar nicht drum rum. So richtig. So, die Pilze, die ich euch schon gezeigt habe, die erspare ich mir. Busa. Ja, richtig schön. So, mal sehen, ob wir hier was finden. Die üblichen Verdächtigen. Ach, schau mal einer, guck. Ach, hier haben wir auf jeden Fall was Essbares gefunden. Also ich stelle das mit Fragezeichen hin. Das ist doch der violette. Ach, herrlich. Ja. Und wo einer ist, da sind bestimmt auch mehr. Ich werde mich hier mal umgucken. Ja, schön.
Also ich werde auf dem Rückweg werde ich hier noch mal ein paar Sachen einsammeln. Denn ich werde hier wohl doch noch so ein bisschen rumkraxeln, sonst fliegt der Kram im Rucksack durch die Gegend. Ich habe nur so einen kleinen Karton mit. Das wäre dann nicht so sinnvoll. So, cool. Also hier gibt es auf jeden Fall Pilze en masse, aber richtig viele. Wow, richtig schön. So, tingeln wir mal weiter. Ich habe ja irgendwie schon einen Weg gesehen. Aber ich lasse mich mal wieder führen von der Natur, wo es mich halt so lang zieht. Ach, was das schön aussieht. Diese ganze kleine Welt hier. Ich würde sagen, wir laufen gerade noch mal ein bisschen weiter raus hier und gucken mal, dass wir da noch mal eine andere Stelle finden. Das war schon sehr, sehr spannend hier, aber ich denke mal, andere Teile des Waldes werden mir gleiches offenbaren, dass hier eine richtige Vielfalt herrscht. Ja, hier vorne sieht das schon ein bisschen plattgetrampelter aus, als ob hier Leute unterwegs waren. Deswegen einfach mal weiter gucken. Hier ist auf jeden Fall weniger Pilze angesagt. So, und jetzt kommen wir mal hier raus. Guck mal, was für ein Unterschied. Hier könnte ich mir wieder welche vorstellen. Nö. Wie schnell sich das ändern kann, ne? Also aber so richtig schnell. Und da sehe ich was. Ah, alles schon bekannt. So, jetzt hat es mich aber richtig erwischt mit Spinnenwebe. Verdammt. Oh. So. Euch einmal zu zeigen, wo ich hier so stehe. Da war ich drin gerade. Jo, von da hinten bin ich gekommen, wegte mich da so einmal rein. Da habe ich die Anfangsaufnahme gemacht, dann würde ich hier so irgendwie hier dann und dann raus. Super, super spannend. Ja, wenn ich hier schon so auf diesem Weg bin, der so ein bisschen abgesperrt ist für Autos, dann gehe ich doch hier mal lang. Und lass auch mal so sacken, was ich alles gerade gesehen habe. Da war ja, also vor allem dieser violette. Violetta, oh Gott, wie hieß denn der noch? Ich hab's nicht so mit Namen. Ich werde es euch drunter einblenden mit einem Fragezeichen, weil ich mir nicht sicher bin. Ich möchte hier nicht als Fachmann gelten, sag das lieber immer noch dazu. Jetzt habe ich aber was gefunden. Da vorne. Na, was wächst denn da? Das ist das, was ich denke, dass es das ist. Das wäre ja mal richtig gut. Oder sind das Eier? Ansonsten tippe ich so auf den Riesenbohwisten, der das sein könnte. Ja, wirkt schon fest. Ja, cool. Freut mich auf jeden Fall. Das werde ich mir auch merken. Ist ja nicht schwer zu merken. Und hier oben kommt auch was Glibbriges raus. Was haben wir da? Wunderbare Pilzwelt. Tiere mögen das wohl auch irgendwie. Und da haben wir eine Stinkmorchel entdeckt, an der ich jetzt gerade keine Lust habe zu riechen. Aber ich möchte euch zeigen, es gibt durchaus Tiere, die diesen Pilz mögen. Ich will jetzt gar nicht näher ran. Den Geruch möchte ich ehrlich nicht in der Nase haben. Ja, so schnell geht es wieder. Kreislauf. Also heute ist sogar doller als letztes Mal. Deswegen, ich gehe einmal raus. Muss ich echt aufpassen. Ah. Ja. Bin noch gar nicht wieder hier. Kreislauf, Kreislauf, Kreislauf. Ja. Also das Stückchen hier, wo ich ja jetzt schon vorher drin war, ich denke, das hat noch genug Areal, wo man direkt mal rumgucken kann. Oh, ich habe was. Ui, was habe ich da denn gefunden?
Da habe ich ja mal was richtig Nettes gefunden. Aber ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Das seht ihr in der Mitte tatsächlich schon, für alle mit guten Augen. Ja, da muss ich hier wo reinstiefeln. Was haben wir denn da? Da haben wir was Riesengroßes. Nochmal von der Seite. Nochmal ein bisschen näher von der Seite. Also spannender Pilz. Keine Ahnung, was das ist. Der sieht ein bisschen anders aus. Hat auf jeden Fall einen richtig dicken Stiel. Also richtig viel heute. Da sind noch welche. Ja. Also hier geht einiges an Pilzen. Echt. Also das ist überflutet von Pilzen. Definitiv. Total leicht, welche zu finden. Ob da nun essbare zwischen sind, wird sich dann noch zeigen, wie es aussieht. Was haben wir hier denn gefunden? Ha, wenn der mal nicht zu mir sollte. Hier, super gut, gutes Versteck. Der Küstenstein sollte zu mir. Witzig. Boah. Wisst ihr was? Sollen wir da nicht nochmal reingehen? Jo, gehe ich nochmal rein. Krieg sowieso gerade Besuch. Hoi. Okay. Jetzt bin ich hier nochmal reingegangen. Bisschen ab vom Weg. Bisschen ab vom Weg. Und ich habe nämlich gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir sind schon recht weit. Von daher dachte ich mir, bevor ich die Pause jetzt einlege, beziehungsweise vielleicht sogar das Video komplett beende, da gehe ich hier nochmal rein und beende dann das Video komplett. Aber das dauert noch ein Momentchen. Bitte bleibt dran. Es wird sicherlich noch spannend. Ich habe schon wieder einen Pilz gefunden, der aber optisch ein bisschen anders aussieht. Was haben wir hier denn? Auch schon wieder sowas. Ah, die Pilze haben auch echt unterschiedliche Formen. Total spannend. Ja, jetzt muss ich erstmal einen Weg finden, wie ich hier durchkomme. Also, Pilze en masse. Hier haben wir wieder diese ganz speziellen erdnussflipfarbigen Pilze. So, das sieht hier ist ja auf jeden Fall nochmal special. Von den Gegebenheiten für die Pilze. Ja, wir gehen jetzt hier durch. Also ich bin schon wieder überall hängen geblieben. Liebe Zecken, heute nicht auf mir bitte. Brauche ich nicht so schnell nicht nochmal. Letztes Jahr meine erste Zecke gehabt und dann jetzt vor ein paar Tagen meine zweite, beziehungsweise gestern muss ich die bei mir rausziehen. Rausoperieren, könnte man eher sagen. Ja. Uiuiui, hier vorne ist auch ein Weg. Wie kommt denn das? Habe ich vorhin einen Weg überquert? Oder ist das ein Weg, der irgendwo durchschlängelt? Guck mal. Oh. Oh. Hier. Da haben wir ihn wieder. Da haben wir ihn wieder. Richtig gut. Das sind andere. Ich sehe jetzt nichts mehr an Lila, aber das ist schon. Also nach denen kann man ruhig mal suchen. Den lassen wir auch in Ruhe. Also, ne, ab jetzt. So. Und jetzt bin ich aber auch echt maximal erschöpft. Ja. Rollen wir hier mal aus. Hier durch. Ich habe mir wieder einen Weg ausgesucht zum Schluss. Genau wie beim letzten Mal, wo ich mich ständig bücken muss und mir viel zu warm wird. Ja. Und die Brille schon runterrutscht. Ja, ich bin nicht mehr im Stoff. Ich bin nicht mehr im Stoff. Sowieso nicht. So, hier geht's durch.
So. Ah, okay. Hier kommt auf jeden Fall ein Weg. Und hier geht auf jeden Fall ein Weg. So. Ich würde sagen, lassen wir das für heute. Es gibt genug Sachen, die ich noch machen kann hier. Findet kein Ende. Ich bin gerade erst am Eingang des Waldes und habe schon so viel finden dürfen und so viel wieder an neuen Erfahrungen sammeln dürfen, neues Terrain kennenlernen dürfen, neuen Wald kennenlernen dürfen und auch wieder, ach, hier waren wir vorhin. Haha, hier schließt sich der Kreis. Ah, habe ich vorhin gar nicht gesehen, dass hier ein Waldweg ging oder habe ich euch den gezeigt? Hier haben wir Spinnenweben. Den Pilz da vorne habe ich euch vorhin gezeigt. Ja, dann ist das hier wohl jetzt der Moment. Ich hoffe, euch sehe ich. Kopf kann nicht mehr. Guck mal, beschlägt schon, so bin ich am Schwitzen. Ist mir viel zu warm jetzt. Deswegen mache ich hier einen Punkt und sage vielen Dank fürs Zusehen. Und es wäre mir eine Riesenfreude, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Es geht sicherlich wieder auf Waldtour. Garten läuft ja gerade nichts. Von daher, das, was geht, das, was mir gut tut, das, was mich aufbaut, das, was mir Heilung schenkt. Und da geht halt nichts über Waldbaden. Pilze, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen anstrengend war, wie gesagt, Kamera halten und so. Ja, war das auf jeden Fall eine Tour, die mir gut tat und mich aus allem so rausbrachte. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lasi. Bin raus und weg.